Servus miteinander und willkommen zu einem neuen Vlog meinerseits von Frankies Motorradreisen oder Frankie the Real. Ihr seht, ich bin mal wieder voll bepackt, aber die Koffer sind leer. Es geht heute gar nicht um eine große Tour oder so, sondern ich packe es heute zu Tommy Wagner, meinem Motorradspezialisten, weil ich kriege die Softback-Taschen ersetzt, weil die haben so Risse an den Seiten. Und ich habe mir noch was Schönes besorgt, dazu komme ich aber noch später, das schöne Fell. Und das ist meine erste Tour mit dem Ding, also das werden wir mal schauen, ob das funktioniert. Weil es ist nur provisorisch, jetzt erstmal draufgebaut. So, und tanken müssen wir auch natürlich. Und irgendwer macht mir andauernd den Killschilder aus. Es ist sehr lustig. Na dann, auf geht's. So, was gibt es Neues in meiner Welt? Wir sprechen heute einmal über die Bereifung von mir, weil ich ja nicht die Standardbereifung drauf habe. Also ich fahre ja nicht den Pirelli Scorpion STR, sondern nach 1000 Kilometern habe ich mir den Reifen gewechselt und bin direkt auf den K60 Scout umgewechselt. Ja, und da wollte ich einfach mal so mein Gusto dazu abgeben. Ich habe auch auf meinem Blog, den könnt ihr direkt hier anklicken, unten in den Kommentaren. Ich tue euch auch noch den Link jetzt schnell hier ins Video rein. Und ja, was soll ich dazu sagen? Also der Reifen vom K60, das war ja mein Dauerbrenner. Also auf der Afrika Twin hatte ich ihn drauf, auf der Transalp hatte ich ihn drauf, dann hatte ich ihn auf der Alp 4.0, oder wir haben ihn immer noch auf der Alp 4.0 drauf von Beta. Und ich bin eigentlich von diesem Reifen insgesamt eigentlich überzeugt gewesen bis dato, aber das später. Es geht mir jetzt darum, hier nicht zu bashen, sondern einfach wirklich die Meinung darzustellen, die ich so vertrete. Morgen, Jungs. Viel Spaß euch. Und ja, jeder hat seine Meinung, ne? Also bitte jetzt nicht bashen bei mir. Ich weiß, viele Leute stehen auf den K60. Ich bin eigentlich auch ein Verfechter des K60s. Aber in dieser Hinsicht muss ich einfach sagen, er harmoniert nicht so sehr gut, wie ich es mir erhofft hatte. Also vielleicht war auch einfach der, wie soll ich sagen, die Hoffnung größer als das, was da rauskam. Ja, fangen wir jetzt einfach mal an. Am Anfang, wisst ihr ja alle, wenn wir den neuen K60 drauf tun, hat das Vorderrad ja immer so, also die meisten haben so eine leichte Unwucht. Heidenau hat das eigentlich schon, also das kommt wahrscheinlicherweise von der Lagerung und vom Transport, vom Reifen. Und da ist es halt so, dass sich das Ding ein bisschen verzieht, weil wir ja keinen Gürtelreifen haben, also der nicht stramm steht, sondern weil das ist ein bisschen weicherer Reifen dadurch und der kann sich biegen. Und dann verbiegt er sich oder verformt er sich und dadurch hast du da so eine leichte Unwucht drin. Das sieht man auch sehr schön, wenn du jetzt mal hier so drauf schaust. Ich hoffe mal, hier kommt keiner. Aber seht ihr auf der linken Seite, wie das Profil sich hoch, runter bewegt. Und genau das ist es halt auch, was dann am Ende so ein Wubbeln macht. Das löst sich dann nach ca. 1000 Kilometern löst sich das. Man hat dann auch keine tauben Hände. Also das ist das, was ich kenne. Bei der Tenere hat es jetzt fast 1500 Kilometer gedauert, dass ich nach 150 Kilometern immer kalte Hände bekommen habe. Also dieses, ihr kennt das doch, diese grieseligen Hände. So als würde die Hände pelzig werden und so. Also das ist irgendwie doof. Fand ich für zu lang. 1000 Kilometer ist schon, aber der Reifen hält ja auch schon sehr, sehr lange. Also das darf man ja auch nicht sagen. Ja? Also da hat er halt auch eine Einfahrphase. Ja, und ich fahre ihn ja immer noch. Wir sind jetzt bei 8500 Kilometern so um den Dreh. Und insgesamt ist es schon sehr schön, ihn zu fahren, also so wie immer, aber es hat halt die Einfahrphase ein bisschen länger gedauert dadurch.
Ja, dann das nächste Thema, insgesamt das Handling. Also man kann bei warmem Wetter, er wird auch schneller als sein Kollege K70, schneller warm, weil der auch eine leicht weichere Mischung drin hat ein bisschen. Und dadurch wird er schneller warm und greift auch ein bisschen besser. Also Kurvenräubern ist ohne Probleme mit drin. Ja? Also kann man hundertprozentig machen. Dann kommen wir zum Thema Nässe. Also jetzt hier zum Beispiel, das ist eigentlich eine rutschige Straße. Also ich kann hier auch meine Füße runter tun und rutsche da einfach mit. Er greift sich sehr schön rein beim Trocknen. Beim Nassen ist er so, er hat ja innen drin so einen Mittelsteg, der seitlich ausfranst. Und dadurch, dass du halt nur eine Fläche besitzt, babbelt der immer hin und her. Meine Technik immer schon so gewesen, also das ist ja nichts Neues, das ist ja, wenn du schon mal K60 gefahren bist, Scout, dann weißt du ja, wie es im Endeffekt abgeht. Und dann fährst du immer ein bisschen seitlich versetzt. Also du fährst immer so. Also ihr merkt, das Motorrad ist leicht schief. Und dadurch fährt er in diesen Kanten und hat mehr Grip. Und dadurch ist dieses Hin- und Herwanken weg. Das ist aber halt wirklich nur, wenn du halt geradeaus fährst. Also jetzt nicht jetzt, weil jetzt sind wir ja in der Kurve. Du fährst einfach lange Strecke gerade und dann merkst du, dass das halt irgendwie so pendelt. Leicht, ganz leicht. Und das kannst du halt dadurch dann beheben. Du nervst es nicht so sehr. Ja, und was mir aufgefallen ist bei heißen Tagen, wir hatten ja vor dieser Regenwelle jetzt in der Corona-Zeit auch mal ganz schöne Hitzewellen. Und wenn das richtig warm wird, also wenn es wirklich richtig warm wird, dann geht der auch mal weg. Also dann geht der hinten weg. Es ist ja im Endeffekt auch ein Offroad, ich nenne es jetzt mal ein bisschen lastiger, es ist ja 60-40 Straße. Ist ja natürlich auch ein bisschen was für Offroad gemacht. Und dann reißt er halt dann ab, aber er geht sehr, sehr schön weg. Und ist schön kontrollierbar. Ich hatte da so einen kleinen, wie soll ich sagen, ein kleines Erlebnis in einem Kreisverkehr, wo ich über einen Bitumenstreifen gefahren bin. Wenn du über Bitumen fährst, bei Wärme, dann ist das so, dass der wirklich so wirklich weggeht. Und mir ist der weggegangen und ich habe halt dann intuitiv Gas gegeben, um halt diesen Slide nicht aufhalten zu müssen, ja, sondern dass der weiter sliden kann, sodass der keinen Hacker macht, ja. Und weil ich wusste, dass in dem Kreisverkehr auf der anderen Seite ein Autofahrer war, und dann gebe ich halt Gas und der rutschte weiter. Und dann habe ich eine richtig schöne schwarze Kurve hinterlegt. Und der Typ im Auto, der hat dann schon ein bisschen komisch geschaut. Leider habe ich es nicht auf Video, aber es war mega geil. Der hat auch gedacht, jetzt knall ich ihn gleich ganz ins Auto rein. Ja, also eigentlich insgesamt ist das ein wirklich toller Reifen. Kann ich empfehlen. Ja? Also er ist nicht rutschig oder so. Ja? Also das soll nicht so rüberkommen. Ja. Ansonsten, wie immer, ein sehr toller Reifen. Fährt sich sehr lange. Ich habe ihn jetzt 7000 Kilometer drauf, also 7,5. Und er ist noch bis zur Hälfte kaputt gefahren. Vorne ist er jetzt schon relativ runter. Hinten ist er bei der Mitte. Ich bin auch ein bisschen Offroad gefahren mit dem Ding. Das habt ihr in der Deutschlandtour gesehen, da war der K60 auch schon drauf. Das ist im trockenen Zustand alles perfekt, wie immer. Aber ja, also kein Matsch. Ich würde kein Matsch benutzen. Da wird er dann relativ schnell voll. Also er macht relativ schnell zu und in dir Mittelsteg ist dafür auch nicht gedacht. Also du kriegst halt auch, wenn du gerade mal Gas gibst, keinen Druck auf den Reifen. Also da rollst du vielleicht rüber, aber da fährst du nicht mit Druck. Ja, dann gehen wir gleich mal zum nächsten Thema über. Ich habe mir eine Liste gemacht, weil ich möchte das ja alles schön hier nacheinander haben. Genau, wir kommen nochmal zu den Softkoffern von SW Motec. Also warum ich eigentlich jetzt hier fahre. Ja, ich habe ja das Koffersystem, das, also das Hardshell, also den Sprachenlernen Bubble.
und habe die Softtaschen, also die hübschen Dinger hier, auch gleich noch mitbestellt. Weil da kann ich ja da auch meine Sachen halt reintun, also von Kameras und so, und den hat sie sofort in der Hand. Und da gibt es einen Reißverschluss, also im Endeffekt du hast eine Klappe und du hast außenrum einen Reißverschluss, die sind beide wasserdicht. Oder im Endeffekt so weit wie möglich wasserdicht, weil im Endeffekt der Reißverschluss selbst ist ja nicht wasserdicht, also haben sie so eine Gummilippe drüber gemacht. Aber jetzt war ich 2 Wochen in der Deutschlandtour und das Ding ist einfach zerfetzt. Also das kann es nicht sein, ja, also für den Preis. Und dann bin ich im Endeffekt zu Esrimonte gegangen und die haben mir das jetzt ersetzt. Also das Ersatzteil ist jetzt da, also die Ersatz-Softtaschen sind jetzt da, die hole ich jetzt ab und dann bauen wir die auch gleich direkt dran. Ich fahre ja nächste Woche, das ist gleich das nächste Thema, ich fahre ja nächste Woche auf meine neue Tour. Also nicht dann am Montag, sondern am Donnerstag machen wir fertig. Am Freitag sind wir dann unterwegs. Ja, und ich wollte nochmal allen Leuten danken, ihr habt mich ja zugeschüttet mit Sachen, also von Tipps bis hin zu Landkarten, von also wirklich von Facebook, Instagram, YouTube, ihr seid wirklich die Hammer, ihr seid die Geisten, ja? Also danke nochmal für die ganzen Infos und für die ganzen Tipps. I would have gone with great, but whatever, I'll take good. What is happening? Es ist dann im Endeffekt Italien geworden. Weil ich ja 3 Wochen Zeit habe, also ab nächsten Freitag bin ich 3 Wochen unterwegs. Das heißt, 3 Wochen hören wir uns jetzt erstmal nicht. Ihr werdet mich nur auf Instagram sehen. Das heißt also, geht auf Instagram, macht ein Abo und dann seht ihr, also normalerweise poste ich jeden Tag, wenn ich Internet habe. Ansonsten gibt es halt 2 Posts an einem Tag. Ich würde mich freuen. Also jedes Abo, ihr helft mir damit und ihr unterstützt mich damit und ich wäre wirklich sehr, sehr froh, wenn ihr mich unterstützen würdet, weil da wird noch geiler Scheiß kommen. Wir fahren nach Italien und zwar, wir fahren die gesamte TET-Strecke der Italien-Tour. Das heißt also, ihr habt ja die Schweizer Tour schon gesehen, wenn nicht, dann am Ende des Videos findet ihr im Endeffekt einen Link dazu hin im Video. Ja, und das will ich jetzt in Italien nachholen, also so wie in Schweiz mache ich das auch mit Italien. Es gibt darauf auch noch einen Film, das wird dann ein bisschen dauern, weil 3 Wochen ist sehr viel Filmmaterial. Ich nehme natürlich auch meine Drohne mit. Heißt also, es gibt auch Drohnenvideos, nicht zu vergessen. Und die TET ist schon in Italien mega geil, ja. Ja, dann, wenn wir aus Italien kommen und wir haben noch Zeit, dann nehmen wir noch gleich den südlichen Teil von der französischen TET mit. Und fahren dann somit wieder heim. Das heißt also, ihr könnt gespannt sein, weil die beiden Touren, also südliches Frankreich und Ligurien, ist halt die Creme de la Creme. Hallo? Um Gottes Willen, Junge. Die Creme de la Creme, ja, der Touristen hier in Dach. Ja, bei mir hat das Thema eigentlich auch schon wieder erledigt. Oh, ich rattere heute das hier so richtig durch. Ui, da geht's aber hier zu. Da will jeder mal Brötchen kaufen hier. Semmeln! Gut. So, und als nächstes, ach so, wir haben neuen Merch. Stimmt. Ich hoffe mal, dass der heute kommen wird, weil es heißt, dass er Freitag kommt. Es gab ja einige Leute, die auch gesagt haben, dass ich mal endlich ein Intro machen soll. Ja, ich weiß, Jungs, ich würde das auch gerne, also ich habe es auch getan oder ich bin jetzt gerade dabei. Ich hatte nur bis dato kein Intro, weil ich mir gedacht habe, mein Gott, ich störe euch nur damit, weil, mein Gott, also entweder ihr abonniert mich halt, ja, weil ihr mich sehen wollt und dann ist im Endeffekt ja eigentlich ein Intro eigentlich egal.
Aber es stimmt schon, so mein Intro, auch nicht, dass man es mal vergisst, ist gar nicht so verkehrt, aber ich werde es wirklich, also ihr seid, könnt versichert sein, es wird nicht länger als 6 Sekunden sein, das Intro, darauf werde ich achten. Und, was? Okay. Schauen wir mal, vielleicht fahren wir heute noch Offroad. Ja, und bleibst du mal? Also, was ist denn los mit den Leuten, weißt du? Ach, weißt du was, ich fahre mal ein bisschen hier auf die Seite und ein bisschen auf die Seite. Was ist denn hier los? Krass. Und da dachte ich mir, machst du halt einfach mal endlich ein Logo. Kümmerst dich mal drum. Ach so. Muss ich jetzt echt... Ah, wir schauen uns das mal an. So. Das schauen wir uns mal an. Ob wir das wirklich benötigen oder ob wir da abbiegen können. Also, da ist wirklich Schluss. Okay, dann fahren wir über Autobahn. Es tut mir leid, Jungs und Mädels. Ich wäre gerne auch woanders gefahren. Aber ist nicht. Ist nicht. Dann wieder zurück. Ich habe T-Shirts, Pullover und was habe ich noch? Pullover, ich habe 3 Sachen. Ah, und so ein Tank-Shirt. So ein mit so Bundeswehr-Sachen. Das habe ich jetzt aber noch mal 3-mal bestellt. Das könnt ihr euch mal anschauen. Vielleicht gefällt es euch ja. Ich würde mich freuen, wenn jemand mal was bestellen würde. Ich habe halt noch meine alte Merch. Mit dem roten T-Shirt, also mit dem roten Pulli, mit dem roten Hoodie. Auch geile Qualität, kann ich nur empfehlen. Ah nee, nach Garmisch möchte ich nicht. Nach Garmisch möchte ich nicht, sorry. So. Wir wollen nach München. Nach München! So. Lalalala. Habt ihr das eigentlich auch mal, wenn ihr euch aufs Motorrad setzt und ihr merkt so einfach, heute ist nicht so der Tag von euch? Ist es heute irgendwie so der Fall? Also irgendwie sitze ich heute drauf und denke mir so, irgendwie bist du nicht eins. Das gibt es irgendwann, also einfach manchmal bei dir. Keine Ahnung. Schreibt mal in die Kommentare, ob das bei euch auch so ist. Also bin gespannt, wie ihr dazu steht. Normalerweise fahre ich da nicht, aber vor dem Urlaub, ich muss die neuen Softkörpertaschen haben. Ja, ja, ich würde mal sagen, wir sehen uns dann gleich, wenn ich von der Autobahn runter bin. Dann bis bald. Fitti. Und jetzt sind wir wieder da. Ich war jetzt schon beim Tommy Wagner. Ach, warte mal, ich glaube, hier hängt sogar da unten. Okay. Dranhängen. So. Ah, okay. So, willkommen zurück. Ich hatte ja gehofft, dass wir hier alleine sind, aber nein, sind wir nicht. Aber ist egal. So miteinander. Gut. Und jetzt kommen wir zum Thema Kommentare. So. Nur wenn ihr wissen wollt, wo das hier hübsch ist. Das ist in der Nähe von Starnberg. Das ist auch ein wunderschönes Wandergebiet. Das findet ihr im ersten Teil von der Schweiz-Tour. Entschuldigung, ja, es gibt keine mehreren Teile. Wenn ihr die Schweiz-Tour anschaut, dann ist das hier der erste Punkt, wo ich gestoppt bin. Und traumhaft hier, gell? So. Und ihr könnt hier mal dieses hier schön anschauen und ich lese derweil mal eure Kommentare. Also, was haben wir als erstes? Also. Standgas hat geschrieben, wie viele Kilometer Autobahn schaffst du mit der T7 ohne Schmerzen und wie viele Kilometer, wenn du zum Beispiel 5 Tage fahren wirst? Naja, also ich fahre halt meistens
längere Touren. Das heißt also, ich fange normalerweise so um die 3000 Kilometer und bin meistens so zwischen zwei Wochen bis zwei Monate unterwegs. Kommt halt immer darauf an, was ich mache. Und wenn ich unterwegs bin, muss ich ganz ehrlich gestehen, also die Standardsitzbank, also ich bin 1,89 groß, wiege derzeit um die 100 Kilo. Bin also eine fette Sau, muss man jetzt mal so sagen. Und ja, alles, was so im Standard mit dem Standardsitz ist, also nach 150 Kilometer tut dir schon mal der Arsch weh. Nach 200 stehst du auf und nach 300 brauchst du meistens eine Pause. Das war mir der Afrika-Fan jetzt nicht so. Also da bin ich einfach mal 500 Kilometer am Stück gefahren und hätte dann halt einfach nur weiterfahren können. Ich war nur müde. Ich habe mir jetzt, wie ihr schon sehen konntet, vorhin am Anfang mir dieses Fell besorgt. Und das war jetzt die erste Ausfahrt und mal ganz ehrlich, ich fand das jetzt schon mega geil. Ich würde euch wirklich dann, also ich werde euch dann mal berichten, weil ich werde das Fell so wie es ist mitnehmen. Ich schaue gerade nur noch, ob das jetzt auch richtig noch hängt. Ja, genau. Im Endeffekt ist einfach nur ein Fell hingelegt, abgeschnitten und mit einem Spanngurt hier und auf der anderen Seite festgezogen. Das war's. Hält Bombe. Ist kein großer Aufwand und ja, tut den Komfort des Po's dann doch nochmal erhöhen. Klar, Offroad fahren und oder sitzend Offroad fahren ist natürlich aber so doof, aber wer fährt schon sitzend Offroad? So, ich hoffe mal, ich konnte diese Frage beantworten. So, dann kommen wir zur nächsten Frage, weil ihr habt ja mehr geschrieben, ich habe jetzt nur ein paar ausgewählt. Dann hat Sven Kuhlmann 80 gefragt, ganz ehrlich, ich würde sie genauso wie beim Händler bestellen wollen wie deine, so in etwa. Sehr gelungen, schade, dass Yamaha in Richtung nichts ab Werk anbietet. Mal abwarten, ob das Zubehörmarkt noch Dekorsätze anbietet. Ob mit oder ohne Kommentar, schön anzusehen, aber das ist was anderes. Das TED-Video, genau. Ja, ich fand das auch sehr geil, dankeschön. Beim nächsten Mal werde ich aber auch mehr sprechen. Ich habe mir auch schon überlegt, die Schweiz, also das Schweizer Video noch einmal, das Schweizer Video zu machen und dort dann halt einfach auch mal ein bisschen noch was zu erläutern und zu erklären, also ein bisschen was dazu sagen. Also selbes Video, nur noch mit Untertiteln. Ich weiß nicht, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das haben wollt, weil dann mache ich das. Ich mache das gern. Ich wollte das einfach irgendwann mal online bringen, weil wir haben jetzt fast 4 Wochen warten müssen. Und ja, das wollte ich euch eigentlich nicht antun. Deswegen dachte ich mir, okay, was ist jetzt ohne Text? Und ja, genau. So, dann das nächste. Mein Kraftrad. Hallo Frankie, super Video. Wieder für mich. Persönlich dürfte ein bisschen mehr Stimme aus dem Off sein, aber das ist ja Geschmackssache. Geile Landschaft und die Honda NC750, ein tolles Motorrad, die anscheinend sogar die Z kann. Großen Lob auch an den Videoschnitt. Ich danke dir, Marco. Ja, danke, Marco. Die NC, ja. Ja, der Fahrer ist auch gut, weil er im Endeffekt schon öfters Stoppelcross-Rennen veranstaltet und auch selber gefahren ist. Also von daher ist das schon sehr cool. Ja, die NC ist halt ein Straßenmotorrad, wer sie jetzt noch nicht kennt, ist aber ein sehr schönes Ansteigerbike. Also auch für Leute, die im Endeffekt einsteigen wollen oder im Endeffekt einfach nur eine ruhige Maschine haben, die lange hebt, weil der Motor kommt von dem Autohersteller. Besteht fast 80% nur aus Autoteilen. Das heißt also, dieser Motor ist für die Ewigkeit gebaut bei Motorrädern. Honda fahren, er will was, sie will was, wir wollen Honda fahren. Das ist ja der Tank, ist kein Tank, sondern es ist eigentlich so ein Deckel, wo du aufmachen kannst, dann kannst du alles reintun, weil der Tank ist hinten im Heck. Ja, also hat super Spaß gemacht mit ihm und die Schweizer TED, das ist halt eigentlich 95% echt nur Straße und aber traumhafte Straße und die 5% da Schotterweg, ja gut, er hatte dann am Anfang also an dem Punkt Angst, wo es da wirklich steil nach oben geht, im Video sieht man es leider nicht, aber war mega geil, hat Spaß gemacht, ja.
Ja, vielleicht sehen wir ihn ja auch mal wieder. Ich bin sehr aktiv in Kommunikation mit ihm. Deswegen, also ich gehe stark davon aus, dass ihr nochmal von ihm sehen werdet. Sky Blue, was hat bei dir der Ausschlag gegeben, ein Garmin 62S zum Navigieren zu nehmen und kein dediziertes Motorradnavi oder ein Garmin Montana? Ja, das kommt daher. Ich fahre ja schon ein bisschen länger und ich bin früher nur mit Karten navigiert. Und die Kartennavigation war soweit auch okay, es hat mir Spaß gemacht. Aber ich wollte was Digitales haben. Ich wollte nicht 1000 Karten mitnehmen, vor allem in meiner Balkantour, wo ich 2 Monate unterwegs bin. Was glaubt ihr, wie viele Karten ich hätte mitnehmen müssen? Und das war es mir einfach nicht wert. Ich habe dann von, ach Gott, ich weiß leider die Namen jetzt nicht mehr. Ich habe nur mal so ein Enduro-Wanderbuch fürs Ausland gekauft. Das ist MOMOT, so in der Art. Ich tue es in die Beschreibung rein. Die sind sehr, sehr geil. Die fahren jetzt auch gerade eben auch wieder durch die Landen und bauen wieder ein neues Buch. Dort kannst du im Endeffekt GPS-Daten kaufen und das Buch als Anleitung, wo du fahren musst. Also mega geil, kann ich nur empfehlen. Ist wirklich hohe Qualität, nur die Texte sind teilweise immer ein bisschen lustig geschrieben, aber verständlich. Jedenfalls wirklich viel Spaß und sehr, sehr schöne Touren kann man nur, also bekommt man dadurch, wenn man sich so ein Buch kauft. Nur zur Info, das ist keine Werbung, das ist nur meine Meinung und ich kriege dafür kein Geld. Also ich sage das einfach nur so, weil es wirklich gut ist. Dann, ja, was haben wir denn da noch? Oder war ich jetzt, dann bin ich dann schon rausgegangen. Was hat er ja nochmal geschrieben? Ach genau, warum ich mir das Garmin 62S gekauft habe. Ja, es gab kein anderes. Damals gab es nur das 60S und das habe ich mir damals gekauft und damit war ich eigentlich zufrieden. Mich hat es nur genervt, dass es andauernd abgestürzt ist. Und dann habe ich im Endeffekt ein gutes Angebot gekriegt. Ich habe das 60S zurückgeben können und konnte das 62S kriegen. Also habe ich das 62S genommen, weil das mit dem Adapterplatte, die ich hatte, auch schon gepasst hat. Also musste ich keine neue kaufen. Und deswegen habe ich das gemacht. Also von Touratec, diese Halterung. Und deswegen habe ich das so gemacht. Mich würde ja ganz ehrlich das Garmin XT eigentlich schon sehr, sehr, sehr jucken. Aber da fehlt jetzt noch das nötige Kleingeld und ja, warum? Also das 62S macht es noch und das XT ist schon sehr geil. Also ich habe sehr viel gute Sachen gehört vom XT. Wir werden sehen, was da nun rauskommt. Das Ding kostet mich 350, so um den Dreh. 400 und mal schauen, ob ich mir das nächstes Jahr mal besorge, weil da ist halt auch Wetter drin und allem drum und dran, also da ist jeder geiler Scheiß drin und ich überlege es mir mal, okay? Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr das mal sehen wollen würdet, das XT, und ob wir das mal austesten sollen und ob ich mir das anschauen soll, also gerne in die Kommentare. So, der nächste Kommentar und ich glaube, es ist sogar dann der letzte, genau. Tannenherz Bushcraft. Hi. Hike. Es gibt für jeden Kameras eine Genel-Technologie. Das könnte eine gute Basis sein, um eine vibrationsfreie Aufhängung für das Display zu entwickeln. Freundliche Fiete. Ja, ich habe das extra nicht gemacht, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich weiß, dass es diese Gimbals gibt. Ich fand auch diesen Handgimbal relativ cool. Aber das mache ich dann nur mit dem Handy, damit ich im Endeffekt eure Porns dann richtig hinkriege. Ansonsten mag ich das eigentlich, wenn es auch mal ein bisschen verwackelt ist. Also dieser Dings, also wenn ich jetzt hier zum Beispiel mit dem Helm hier rumlaufe und mit euch quatsche oder mit dem Motorrad dann fahre, dann ist das halt einfach nur, mein Kopf ist eh ein sehr guter Gimbal, glaube ich. Und ja, also vielleicht irgendwann mal, wenn es sein muss, tue ich an den Helm auch noch einen Gimbal ran. Ja, aber findet ihr das nicht geil? Also ich finde das super. Ja, so, ich würde mich sehr freuen auf Likes und auf Abos. Ihr habt ja schon fleißig geabonniert. Ich freue mich schon auf die nächsten Wochen mit euch. Ich werde euch mitnehmen, also geht auf Instagram, loggt euch ein, haut ein Abo raus und dann seid ihr bei der Tour dabei.
Dann geht es einmal durch die TET Italia und ich erkläre, ich zeige euch und nehme euch mit. Also, ich werde mich jetzt wieder auf meine Maschine hocken und werde nach Hause fahren. Und ich freue mich auf eure Kommentare. Bis bald, euer Frankie. Pfiati, ciao.